liebe Zuschauer, zu Kaffee oder Tee live aus Baden-Baden im SWR-Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und mit uns über Barack Obama sprechen möchten. Er ist aktuell in Deutschland zu Besuch. Nicht mehr lange, ein paar Stunden noch, dann wird er sich zurück auf den Heimweg machen. Doch wir würden diesen Besuch gern zum Anlass nehmen, um mit Ihnen darüber zu sprechen, wie glaubwürdig halten Sie diesen US-Präsidenten noch. Was sagen Sie zu ihm? Sie haben uns fleißig geschrieben zu diesem Thema. Zum Beispiel Hans-Joachim Ziegler aus Kaiserslautern. Er sagt, nein, Obama hat jede Glaubwürdigkeit für mich verloren. Was aus den Versprechungen, ich schließe Guantanamo und Ähnlichen geworden ist, er hält nicht viel davon. Wer veranlasst das Abhören, gerade von uns Deutschen? Nee, also er sollte seinen Nobelpreis zurückgeben. Hierfür ließe sich sicherlich ein würdigerer finden. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer am Telefon sagen. Zum Beispiel Frau Peter aus Busenberg. Hallo. Ja, hallo. Ich grüße euch bei dem schönen warmen Wetter. Also ich kann mich der Vorgängerin nicht anschließen. Ich finde, das mit dem Lager, das kann er nicht alleine entscheiden, ja, mit das Gefangenenlager, ja. Mhm. Und also ich meine, von dem her ist er, ich finde, ist er ein guter Präsident. Was er jetzt geredet hat, war okay. Ich meine, das ist nichts Neues gewesen, für mich auch nicht. Das war nicht so überwältigend. Aber gut, es ist halt mal so, wenn man Politik macht, alleine läuft nichts in Amerika. Ja, hat in Berlin durch die Luftbrücke, ja, wo sie die Päckchen abgeschickt haben, ja. Also dass der 92-Jährige da, das war ja super, dass der überhaupt bei der Hitze da konnte dabei sein, ja. Ne, in dem Alter. Ja. Ansonsten finde ich den Obama ganz okay. Also von dem her wünsche mir, dass es doch noch mehrere so Präsidenten gibt. Es hat schon andere gegeben in Amerika, ne? Ja. Aber er ist doch sehr menschlich und auch ist ein gläubiger Christ, ja. Und das ist schon, ja, ist schon okay. Vielen Dank für diese Meinung. Also da auf jeden Fall ein Obama-Fan, wenn ich das mal so einordne. Per E-Mail hat uns außerdem noch erreicht zum Beispiel folgende Nachricht. Ich habe nie an seinen guten Absichten gezweifelt und tue es auch heute nicht. Es wird immer gern vergessen, das, was die Vorrednerin auch gerade gesagt hat, dass bei der Guantanamo-Schließung der Kongress nicht mitgespielt hat. Ebenso der Gegenwind zu groß war bei der Verschärfung der Waffengesetze in Amerika. Wir dürfen, wie Westerwelle es ausgedrückt hat, Obama nicht anlasten, dass er nicht übers Wasser gehen kann, sagt Adelgisa Grasmeer. Und was sagt Herr Krause aus Karlsruhe? Hallo. Guten Tag, ist sehr groß. Und ich möchte meinen, es würde ein Segen sein, wenn wir wie viele Leute wie Obama in der Politik insgesamt hätten. Mhm. Also Sie glauben, er hat genug getan, hat nicht zu viel versprochen vielleicht vorab? Er hat es versucht. Mhm. Ja, ich meine, das finden wir doch in Deutschland genauso, dass es nicht richtig funktioniert, dass jeder Politiker möchte irgendwas in seine Richtung bringen. Und wenn es nicht durchs Parlament geht, dann ist die Sache so, dass vielleicht ein gewisser Anreiz dafür da ist, aber es ist nicht durchführbar. Er ist Realpolitiker, er hat einen Plan und versucht, diesen Plan durchzusetzen mit den Mitteln, die er hat und mehr nicht. Okay. Vielen Dank für diese Meinung. Ich bin gespannt, was unsere nächste Zuschauerin zu sagen hat, ob sie Obama noch weiter glaubwürdig findet, ja oder nein. Am Telefon ist Frau Neues aus Jettingen. Hallo. Ja, guten Tag. Hier ist die Anita Neues aus Jettingen. Mhm. Ich begrüße Sie alle für die schöne Sendung. Und ich möchte nur sagen, dass der Barack Obama schon immer mein Lieblingspräsident war. Da ich Verwandte in Amerika habe, die wo da so geteilte Meinungen war. Aber dieser Mann hat mich wirklich beglückt bis jetzt. Wenn die Republikaner sich nicht so querstellen würden und mehr zusammenarbeiten würden mit ihm, hätte er natürlich viel mehr Erfolg vorzuweisen. Aber durch diese Blockade kommt er ja einfach nicht weiter. Und meine zwei Vorredner haben alles gesagt, dem kann ich nur